Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, heute aus dem Bachbett an der Assmecke. Ich bin mal hier hochgefahren, weil wir haben im Moment den 4. August 2022 und damit ein sehr trockenes Jahr. Man sieht es an den Pflanzen schon ein bisschen, Brennnesseln sind schon verdorrt und verbrannt und die Volme hat Niedrigwasser, so kann man das mal nennen. Vor einem Jahr hatten wir ja Hochwasser, dieses Jahr Niedrigwasser, ist ja immer irgendwas. Aber was ist das so Besonderes an diesem Datum und an diesem Niedrigwasser und wenig Regen, den wir hatten? Ich sag mal, Ende April hatten wir noch Regen, Anfang des Jahres war ja viel Regen. Dann hörte das irgendwann auf. Zwischendurch hatten wir mal einen Tag, wo es hier richtig geschüttet hat. Da sind diese Regenfässer von den Einfamilienhäusern gefüllt worden, mehr aber auch nicht. Also die Volme hat kaum den Wasserstand verändert und erhöht. Das ist alles wieder zurückgegangen auf ganz normalem Stand, wie es jetzt ist, Niedrigwasser. Da kann ich gleich noch mal ein paar Stellen zeigen, wo wirklich wenig Wasser ankommt. Aber hier in den Bechern, in den Zuläufen, die zum Beispiel hier von Rumscheid oben runterkommen, da ist gar kein Wasser mehr drin, wie man sieht. Hier ist alles trocken. Und es gibt noch einige Bäche hier, die das gleiche Schicksal haben im Moment. Man sieht natürlich hier die Unordnung von dem Hochwasser. Das sieht immer noch schrecklich aus hinter mir. Das war ja früher alles gefestigt, heute ist alles nur noch Geröll hier. Aber wir fahren jetzt hier durch den Hagener Süden und gucken uns noch ein paar Bäche an, die normalerweise wasserführend sind. Heute vielleicht nicht. Dann kommt mit. Kaum 200 Meter weiter sind wir hier Richtung Hunstig hoch. Oben ist die Wasserscheide, Rumscheid, Hunstig. Auf der einen Seite kommt hier tatsächlich noch ein bisschen Wasser runter. Aber diese alten Seelteiche, so nennen wir die hier, die sind fast ohne Wasser. So, ich bin ja nicht einer derjenigen, der rumrennt, wenn es mal eine Woche schön ist und eine Klimakatastrophe hat. Aber da ist schon relativ wenig Wasser drin, ja. Aus dem Wasserrohr ist tatsächlich der Überlauf von diesen ehemaligen Fischteichen. Steht da noch der Stuhl von damals. Da kam also permanent Wasser raus, jetzt nicht. Oberhalb Richtung Rumscheid, da hat der Christian Vormann seinen Brunnen für das Vollmetallbier von der Vormann Brauerei. Ob der jetzt schon Schwierigkeiten hat, Nachschub an Wasser zu kriegen, ist tatsächlich mal interessant. Ich fahre jetzt da vorbei, frage ihn und im nächsten Cut, da ist es dann zu hören. Ich habe es ja angedeutet, ich bin zum Christian Vormann hier rübergefahren, zur Vormann Brauerei in Hagendahl. Hallo Christian. Hallo, grüß dich, Roland. Ich habe ja gerade den Bach speziell, der von Rumscheid oben runterkommt, gefilmt. Da ist kein Tropfen Wasser mehr drin, zumindest hier unten. Und dein Brunnen ist aber auf halber Strecke. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten, Wasser für deine Brauerei zu bekommen oder ist noch genügend da? Nein, also der Bach hat eigentlich mit dieser Quellsituation nichts zu tun, sondern wir bekommen das aus einer natürlichen Quelle, die ist noch viel, viel tiefer. Und wir haben noch ein zweites redundantes System. Das ist ein Brunnen, der oberhalb dieser Flutmarke gebaut worden ist. Das, was du jetzt siehst, ist natürlich, dass es Wasser versickert. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt so eine Schotterschicht haben von über einem Meter. Und darum erscheint das so, als ob kein Wasser da ist. Aber an manchen Stellen kommt es dann mal wieder wie so ein kleiner Brunnen wieder raus. Ja. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass wir ja keinen festen Boden mehr hatten, wie früher das Bachbett aussah, sondern da ist Geröll und da fließt Wasser einfach durch, weil da Hohlräume sind. Ja, ganz genau. Und deine Quelle, ist das, nennt man das Grundwasser oder wirklich Quelle? Ja, das Grundwasser. Nee, das ist zwar eine Quelle, weil die Quelle im Grundwasser ist, darum sieht das so aus, als ob das ein artesischer Brunnen ist. Aber artesischer Brunnen wäre ja ebenerdig und bei uns ist es eben in der Brunnenstube unten drin. Dort ist also noch nie Schwierigkeiten? Wir hatten immer, kannst du dir ja vorstellen, eine Brauerei braucht ja im Sommer viel, viel mehr Wasser als im Winter, gerade weil wir auch Kühlwasser brauchen, aber das ist ja eine gelernte Geschichte. Wir haben das also, ich mache diesen Job jetzt seit 40 Jahren und da ist immer mal eine Kühlwasserknappheit, aber ich habe dir ja eben da hinten gezeigt, da ist noch eine Zisterne und da ist der zweite Kühlwasserbrunnen und wenn wir den einen Kühlwasserbrunnen nicht mehr nutzen, weil eben das Wasser weniger geworden ist und weil die Schüttung dann weniger ist, dieser Quellfassung, dann benutzen wir diese Zisterne, die das Wasser aus dem Altarbach bekommt.
Ah, okay. So heißt der Bach nämlich. Tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht. Danke für die Information. Wir müssen also keine Angst haben, wir werden mit Bier immer noch versorgt hier aus Hagendahl. Ja, und, selbstverständlich. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, aber müssen wir nicht haben. Nee, braucht er wirklich nicht, obwohl es jetzt das vierte Jahr hintereinander ist, dass ich in meinem ganzen Leben den Bach habe trocken fallen sehen. Mein Vater erzählte da immer noch davon, dass das 1959 auch passiert ist. Okay. Aber jetzt vier Jahre hintereinander, ist außergewöhnlich. Ja. Ja. Wir wollen mal hoffen, dass es hier weitergeht. Ich fahre jetzt noch ein paar andere Bäche ab, die ich auch schon gesehen habe, wo kein Wasser mehr ist. Und dann vielen Dank für das Gespräch. Alles klar. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche dir was, Dankeschön. Roland. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Mittlerweile bin ich am Markland angekommen. Ich habe gerade gelernt, dass hinter mir, jetzt vor mir, der Hemker Bach ist, genau, der Hemker Bach, der speist oben einen Teich. Den könnten wir uns auch mal angucken, ob da auch Wasser fehlt. Und hier unten unter der Eisenbahn, die Schienen liegen da oben, da hätte normalerweise Wasser rauskommen müssen. Ich kenne es auch nur mit Wasser. Es ist komplett ausgetrocknet und da ist auch nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen Feuchtigkeit zu sehen. Ansonsten fließt hier nichts mehr in die Volme. Ja, die Volme führt natürlich noch viel Wasser, weil das Einzugsgebiet der Volme, das ist ungefähr 40 Kilometer von hier Richtung Meinerzhagen hoch. Und die Einzugsgebiete unserer Bäche, wo ich jetzt gleich herfahre, der hat ein Einzugsgebiet von mehreren hundert Metern oder wenigen hundert Metern. Und dann ist natürlich auch schnell mal alle. Damit man mal sieht, wo ich bin, das ist also immer noch die Eisenbahnbrücke hier am Markland. Jetzt schwenke ich einfach mal Richtung Bach. Ach, da hinten ist noch ein Tümpel, vielleicht können wir da auch mal hingehen. Und das ist der Bach, der vom Ribberthof kommt. Ja, minimalst. Nein, das Wasser steht, das fließt kaum. Ja, einiges versickert tatsächlich im Geröll. Aber prinzipiell kann man sagen, hier ist es trocken. Ja, diesen alten Tümpel hier, das kennt jeder noch aus seiner Kindheit. Hier haben wir gespielt, hier sind wir schon mit einer Badewanne drauf rumgefahren. Und das war ein Abenteuerspielplatz hier. Ich glaube, Kinder noch nie wieder hier gesehen. Also wir waren wahrscheinlich die letzte Generation, die das gemacht hat. Also der war immer voll Wasser. Heute kann man fast drüber gehen. Das würde ich nicht raten, weil das verschlammt ist. Nicht verschlammt, sondern verschlammt. So. Ja. Ja, tolle Pflanzen hier. Das ist ein Biotop. Sieht wirklich toll aus, aber Wasser ist noch da, aber knapp. Und irgendwann ist es vielleicht trocken. Und da komme ich wieder. Ich bin jetzt also hier am Hemkerteich. Der ist also voll bis oben hin. Klar, das Wasser fließt dann halt langsam nach, aber es fließt nach. Und deswegen ist er auch gut gefüllt. Warum heißt das eigentlich Hemkerbach, Hemkerteich? Also da vorne ist die Hemke, die Dahler Schweiz, so hieß das mal früher. Das war ein Hotel, ein Ausflugslokal. Hier waren Biergärten direkt am Wasser. Das war unheimlich toll hier. Mittlerweile alles verlassen. Ganz zum Schluss waren noch Firmen da, aber es ist alles leer. Auch der Hemker Bach ist teilweise komplett trocken an manchen Stellen. Viel Wasser fließt hier nicht. Wenn, ist es abgesackt, unter den Steinen versickert und kommt vielleicht irgendwo wieder raus. Zumindest leider nicht unten an der Volme. Jetzt kann man sagen, ist doch egal, wenn der Bach kein Wasser hat. Wen juckt das denn? Ja, so ganz ist es ja nicht. Weil in dem Bach leben ja Lebewesen, und zwar Fische und Köcherlarven, Käfer, Krebse, alles was da so drin ist, das hat jetzt ein Problem. Das konnte sich immer im Wasser unter Steinen verstecken und das kann es jetzt eben nicht mehr, weil das Wasser nicht mehr da ist. Die Verstecke gehen verloren und diese Tiere und alles was da kreucht und fleucht, das ist leichte Beute für die Vögel. Die werden sich das auch holen. Und deswegen sieht man ja auch keine, ich nenne es mal einfach Leichen. Nee, die werden natürlich von den anderen Tieren aufgefressen und sind damit verschwunden hier. Wie schnell die hinterher wiederkommen, wenn Wasser da ist, das weiß ich nicht. Selbst an der Becke oder Rehbecke, wo dieser kleine Bach einst mal alles zerstört hat hier, man sieht ja noch die Schäden vom Hochwasser, da ist heute kein Wasser mehr drin. Leer. Damit soll es mal gut sein für heute. Ihr habt gesehen, dass die Bäche hier kein Wasser mehr führen. Irgendwohin ist es verschwunden oder es kommt halt nicht nach. Und ob das dramatisch wird, kann ich nicht sagen. Viele Pflanzen leiden darunter. Die Bäume, die ganz tief wurzeln, da sehe ich keine Probleme. Vielleicht sieht da jemand irgendwelche Probleme, ich nicht. Und wenn Brennnesseln verbrennen, ist mir das auch egal.
Und deswegen für heute Schluss. Aber es kommen noch Videos hier, deswegen sehen wir uns auf Blueframe Video. Macht's gut!